Hallo und herzlich willkommen zur 125. Folge von Forza Horizon 4. Heute fahre ich mal wieder ein richtiges Schlachtschiff aus dem Hause Mercedes AMG. Das ist der 2018er Mercedes AMG GT Viertürer. Oder diese Wagen sogar als korrekte Bezeichnung. Der Mercedes AMG GT 63S 4MATIC Plus. Quasi die stärkste Variante des AMG GT Viertürers. Dieser Name, total bescheuert eigentlich, aber na gut. Es ist quasi die viertürige Variante des Mercedes AMG GTs. Das eigentlich ein schöner Sportwagen ist. Halt nur jetzt nicht mal ganz so sportlich. Trotzdem mehr Bums, Allradantrieb. Und ja, vier Türen. Hoffentlich auch ein bisschen Platz. Aber wirklich, lahm ist anders. Lahm ist wirklich ganz, ganz anders. Ich meine, der hat immerhin 639 PS. Wie sich das anfühlt, seht ihr jetzt sofort auf meiner Teststrecke. Die Zeit war doch ein wenig knapp. Es ist eine 2 Minuten 48,789 geworden. Damit ist der Wagen minimal, also wirklich nur minimal schnell, also nicht mal ein Zehntel schneller als der Porsche Panamera Turbo. Was das so ein bisschen so, sagen wir mal, ein Vergleichskandidat wäre. Nur halt der Panamera, ja gut, der wiegt ein bisschen weniger, das muss man sagen. Panamera wiegt, glaube ich, 1995 Kilo. Der wiegt laut Wikipedia 2,1 Tonnen, glatt, also gut 100 Kilo mehr. Aber der Wagen hat auch deutlich mehr Leistung. Panamera hat nur 550 PS, der 639 und der hat auch mehr Drehmoment. Also es ist schon, schon ordentlich. Ist eigentlich der gleiche Motor wie beim AMG GT4, der gleiche Basismotor, der 4 Liter V8-Biturbo. Halt jetzt noch mit noch mehr Leistung. Ja klar, wir haben viel mehr Gewicht, deswegen brauchen wir noch mehr Leistung, ne? Ist doch logisch. Aber ich sag mal geradeaus,
Der geht ja ab, wie sonst was. Was ich da für ein Speed geschafft habe auf der Geraden. Aber wenn man das gerade halt auf einen Vollgasabschnitt, Startziel. Alter Junge. Auch Topspeed-mäßig, ich kann einmal kurz gucken. Also Topspeed ist auch übel bei dem Wagen. Ich bin dann auch schon mal, ich sag mal, außerhalb des Displays schon ein bisschen gefahren. Ich meine, 3,1 Sekunden hier auf 60 Meilen. Ich glaube, ich bin echt 3,4 Sekunden auf 100 km/h. Topspeed 350. Hallo? Also ich glaube, dagegen sieht nicht so gut wie jeder. Mercedes hier im Spiel ziemlich alt aus gegen diesen Topspeed. Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen krank, aber ja, so ist es halt. Also mir fällt gerade kein Mercedes ein, oder hier im Spiel ein, der serienmäßig einen höheren Topspeed hat als dieser. Auch die ganzen AMG GTS, AMG GTR, alle langsamer. Vielleicht sowas in Richtung SL65, Black Series. Das könnte vielleicht noch mehr Leistung haben. Aber ich meine, für eine vierteilige Limousine, 350 Klamotten hier im Spiel, ja, kann was. Was aber nicht kann, was man ja auch sehen kann, Bremsweg, er ist wirklich, aua. Wenn ihr gesehen habt, bei der Schnellrunde, auch in jeder Runde, ich muss immer schon ab dem Bahnübergang direkt voll in die Eisen gehen. Bei den meisten Autos ist eher das grüne Autobahnschild ein bisschen weiter rechts und ein bisschen weiter hinten. Das ist meistens eher der Bremspunkt, aber hier schon am Bahnübergang muss ich voll in die Eisen gehen. Also Bremsweg ist auer und die Kurvenlage, es ist halt ein 2,1 Tonnen Schiff. Und auch nicht nur das schwer, auch ziemlich großes Teil. Und das merkt man auch wirklich. Und dadurch ist der Porsche Panamera deutlich wendiger und leichter in Erinnerung. Auch wenn es nur 100 Kilo sind, also ich glaube, der Panamera hat sich viel, wirklich viel beweglich angefühlt. Der fühlt sich wirklich wie ein Klotz an. Das müssen wir noch dringend ändern, was ich auch hier sehe. Oder ihr auch sehen könnt. Ich meine, Panamera 8 Gänge, natürlich reicht nicht. Ne? Na, reicht schon? Ne, reicht es nicht. Natürlich brauchen wir auch ein 9-Gang-Getriebe. Weißt du, das heißt, glaube ich, Mercedes AMG Speedshift MCT 9G. Ich glaube, so heißt es jetzt bei Mercedes. Also ein 9-Gang-Getriebe. So, mal kurz die Aufnahme wechseln. Das ist schon extrem krank. Warum man die braucht, zum Fahren natürlich nicht. Dafür reicht wahrscheinlich 6 oder 7 Gänge. Natürlich Sprit sparen. Aber gut, ich meine, vielleicht würde ich sagen, ja, um komfortabel und leise zu fahren, das ja. Das würde ich zählen lassen, mit niedriger Drehzahl, ein bisschen entspannter fahren. Aber Sprit sparen, nein. Da kauft man sich nicht so ein Schiff. Das ist aber eigentlich allen Autos so, die so überkrass sind. Irgendwelche Luxusschiffe und hier, ja, wir wollen hier Sprit sparen, das ist Quatsch. Ich glaube, wer sich so ein Auto leisten kann, der möchte nicht, der fährt nicht so, dass er Sprit sparend ist. Er will vielleicht entspannt und komfortabel ans Ziel kommen, aber nicht unbedingt spritsparend. Das ist, glaube ich, eher nebensächlich. Man sich so ein Ding gönnt, weil, ich weiß jetzt nicht, was da kostet, aber ich denke mal 150 Schleifen bestimmt, ne? Also jetzt einfach nur so gesagt. So, was wir weniger brauchen, ist Gewicht. Das hat mir nämlich gar nicht gefallen. Neben den Bremsen. Wenn die AMG-Bremsen, die sehen halt so auch diese Bremssättel mit dem gelben, die sehen echt schön aus. Aber die Bremsleistung, die ist leider doch sehr zu wünschen übrig. Genauso wie, oh, okay, es gibt kein Rennfahrwerk. Also ich glaube nicht, dass er serienmäßig ein Rennfahrwerk verbaut hat. Davon gehe ich einfach mal nicht aus. Deswegen kriegt er ein Offroad-Fahrwerk rein. Wir werden dann aber wieder alles abstimmen. So, und hier die Performance nämlich alles gern. So, Gewicht, ja. Über 2 Tonnen und vor, das Motor ist ein bisschen anders. Natürlich die Gewichtsangaben variieren immer, halt nach welcher, nach die Norm, nach irgendwelchen anderen Normen, nach IG-Norm oder nach weiß der Geier, was man das berechnet. Über 2 Tonnen, da sollte man sich aber einig sein. Das ist natürlich eines zu viel, deswegen machen wir so. Also ich meine, also, ups, nein, also hier 1,6 ist schon ein bisschen, ich sag mal, unrealistisch für so ein Auto, so eine Leistung, das ist doch ein wenig unüblich. Ich denke 1,8 Tonnen, die stimmt schon ein bisschen gut, denn die 300 Kilo weniger Gewicht. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Natürlich hier Allradantrieb, ist auch ein 4MATIC. Heißt also bei Mercedes die Allradmodelle. Und der GT360S ist halt quasi die stärkste Variante dieses Autos. Glaube ich auch meines Wissens nach aktuell auch der stärkste Mercedes. Also der stärkste Mercedes AMG so oder so. Aber generell der stärkste Mercedes, wenn man auch Mercedes-Benz mit reinnimmt. Ich glaube, es gibt gerade keinen stärkeren Mercedes-Motor, der auch an eine Mercedes eingesetzt wird. Das sind stärkere, bei Pagani zum Beispiel. Also wenn man so Mercedes nimmt, ich glaube,
Da gibt es aktuell nichts, was noch mehr Bums hat. Weil der hat wirklich. Ups, Moment. Der hat wirklich viel Bums. Noch. Ich lasse es erstmal so. So, die Felgen lasse ich auch so. Die gefallen mir sehr gut. Allerdings ein bisschen zu klein. Das geht aber nicht anders. Schade. So, dicke Schlappen. Dicker Mercedes, dicke Schlappen. Und vorne machen wir auch. Na, 305er, warum auch nicht? So, Rennreifen. Ach komm. 10er Beschleunigung. Nehme ich immer gern. Ich denke mal, spoilertechnisch wird es hier. Ja. Ich denke. Nee. Ich würde sogar sagen, der Wagen braucht generell keinen wirklichen festen Spoiler. Was ich mal ganz cool finden würde, wenn man diesen Wagen hier bauen würde, oder wenn es den geben würde, oder wenn jemand das mal nachmachen würde, so als mit Photoshop oder sowas, diesen Wagen mit so einem Außerwagen-Spoiler wie im Panamera. Das würde ich, glaube ich, besser finden, einen Außerwagen-Spoiler, als jetzt einen festmontierenden. Oder kann ich mir zumindest so vorstellen, dass das besser ist. So. Dann Motor nicht, natürlich, wir bleiben beim Serienmotor, aber es geht natürlich, natürlich, ne, ganz normal, V10 von Lambo oder Audi und den Lambo V12, nein, und Umbau auf Heckantrieb, nee, der Radar ist schon in Ordnung, das kann man, denke ich, mal so machen, tut der Wagen auf jeden Fall gut, klar, aber halt, mein Wagen ist bestimmt, fährt sich wahrscheinlich hammergeil, ist ein hammer tolles Auto. Aber hat mit Sportwagen nicht mehr viel zu tun mit 2,1 Tonnen. Das kann mir keiner erzählen. Dass man damit noch sportlich fahren soll, dass das ein Sportwagen sein soll am besten noch, das kann mir wirklich keiner erzählen. Aber auch bei vielen, weiß ich, irgendwelche übermotorisierten SUVs oder welche krassen Kombis. Geradeaus können die alle schnell. Deswegen sind die aber trotzdem keine Sportwagen. Nur weil sie geradeaus schnell können. Also, ne, tut mir leid. Beschleunigung ist sportwagenmäßig. Das stimmt. Aber der Rest, Handling, Bremsverhalten, das ist. Nee. Das ist weit weg von Sportwagen. Das mal kurz zu fassen. Natürlich kann man sich aber fragen, wer sowas braucht, wer sich auch das braucht. Ja. Das ist ziemlich eigentlich einfach zu beantworten: niemand. Aber es wird gekauft, also wird es auch weiterhin gebaut. Deswegen, das ist eigentlich ganz einfach. Ein bisschen Sturz in die Bude rein. Niemand braucht solche Autos. Genau wie niemand einen Sportwagen braucht. Das ist genau das Gleiche. Geht auch nicht missbrauchen, es geht ums. Ich bin ja nur das auch eher so ein bisschen ums Haben. Also soll natürlich jeder kaufen, was er möchte. Ich will da niemanden irgendwie. Einfach schon mal sagen, das brauchst du nicht, oder soll jeder machen, was er will mit seinem Geld. Da mische ich mich überhaupt nicht ein. Der eine kauft sich einen Golf, der andere kauft sich einen Porsche, der andere kauft sich irgendwas, einen Geländewagen, der kauft sich, weiß ich, einen Jeep, der andere fährt Motorrad. Soll jeder so machen, wie er möchte. Solange man damit Spaß hat, ist doch alles gut. Solange es auch gekauft wird, wird es auch gebaut. Ich denke, wenn wirklich kaum einer diese Autos kaufen würde, dass sich sowas nicht lohnt, wird es auch nicht mehr gebaut. Ist ja nicht logisch. Dass die Nachfrage auch so ein bisschen das Angebot bestimmt. Gerade bei solchen Autos. Das muss sich ja auch irgendwie schon für Mercedes AMG lohnen, sowas zu bauen finanziell. Machen ja nicht so aus Spaß. Weil die Hauptansicht eines Unternehmens ist es ganz einfach, Geld zu verdienen. Und wenn Autos kein Geld bringen, bestimmte Sachen, dann muss man sie vielleicht streichen. Oder durch irgendwelche anderen Sachen ersetzen oder ist irgendwie, ne? Wenn ihr wisst, wo ich darauf hinaus will. Wollen Geld verdienen, ist ja auch ein gutes Recht. Sowas macht dann auch nicht von heute auf morgen so ein Auto auf die Beine stellen. Das ist ja auch nicht so einfach, dass man das so nebenbei macht. So, ja, wir machen mal eine AMG GT, zwei mehr Türen ran, bisschen so Allradantrieb, mehr Bums, fertig ist. Das ist ja, geht ja nicht ganz so einfach.
Ah, nur gut. Bei 9 Gängen ist schon echt krass. Es gibt hier Spiele, glaube ich, nur ein weiteres Auto, was 9 Gänge hat. Und ebenfalls nur noch ein weiteres, was noch mehr Gänge als 9 hat. Serienmäßig. Ne, 2, glaube ich sogar. Die beiden Autos mit 10-Gang-Getriebe wären, glaube ich, der Volvo Ironite, den ich gerade fast vergessen habe. Und der Ford Raptor, der aktuelle. Und 9-Gänge hat ebenfalls noch der Honda NSX. Der hat sogar einen 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Oder Wagen Doppelkupplung hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bin ich mir wirklich sehr, sehr unsicher, ob der Doppelkupplung hat oder nicht. Ich meine, vielleicht bei dem Getriebe auch relativ Wurst. War, glaube ich, nicht so wichtig. Weil der geht halt schon wirklich ab. Das muss man echt mal sagen. Ich meine, klar, bei so viel Leistung. Müssen wir einen AMG GTR so viel Leistung reinbauen? Oder das AMG GTR Pro oder AMG GTR Black Series, irgendwie sowas? Das wäre es doch mal, oder nicht? Ne, Mercedes AMG? Ich meine, bald wird er der schnellste oder stärkste Mercedes natürlich der Mercedes AMG One sein. Was ja früher Project One hieß. Mal gucken, wie der wird. Bin ich echt mal gespannt, ob der wirklich was kann. Farbentechnisch. Ach. Der bleibt jetzt. Oh. Sieht schon böse aus, ne? Ich meine, auch so klar. Also böse, auf jeden Fall. Ist, glaube ich, so matt schwarz, ne? Puh. So, obwohl, ich kann ja eigentlich mal so machen. Den Streifen, den brauche ich jetzt, den find ich jetzt nicht so geil. Und felgentechnisch. Machen wir ein bisschen bling-bling, ne? Also, was der Wagen kostet, keine Ahnung, aber ich denke mal so 150 oder so. Nee, was wir jetzt mal machen. Weil letztens einfach so kommen. Der sieht auch so echt gut aus. Nur oh, gerne ein Zoll größer. Gerade diesem riesen Teil. Der verträgt durch einen Zoll mehr. Ist aber dem Gewicht auch nicht mehr ganz so tragisch. Hat der noch 5 Kilo mehr wiegt. 2,1 Tonnen. Das macht dann da eh nicht mehr viel aus. Und dann gehen wir mal Richtung Autobahn. Ich habe jetzt auch bewusst keine Leistung reingemacht. Also Beschleunigung wird er jetzt schneller als Serie. Aber die Höchstgeschwindigkeit sollte ziemlich identisch sein. Weil ja, auch so bei, ich sag mal, bei Top Speed macht das Gewicht nicht so viel aus. Zum Beispiel auch ein Bentley Continental wiegt auch über 2,2 Tonnen. Das Ding ist auch scheiße schnell. Wird auch, glaube ich, fast 340 km/h. Natürlich weniger Gewicht ist immer schön, aber beim Top Speed macht weniger Gewicht nicht ganz so viel aus. Natürlich ist klar, Motorleistung wichtig dort, Aerodynamik spielt eine große Rolle. Metern links abbiegen. Oder ja, ich kann auch eine Rolle spielen. In 200 Metern Frage. Links abbiegen. Also die wichtigsten Sachen, die bei Top-Speed sind, einfach Leistung natürlich. Was der Motor an Kraft hat. Und die Aerodynamik des Fahrzeugs, Luftwiderstand. Da ist auch der CW-Wert entscheidend, auch den Kraftstoffverbrauch. Der Motor mit geringem CW-Wert wird auch weniger Sprit verbrauchen. Und schafft auch dann mehr Topspeed. Dann aber auch logischerweise weniger Anpressdruck. Ist immer so ein bisschen ganz so einfach. Natürlich ein geringer CW-Wert ist natürlich super. Natürlich muss der Wagen auch irgendwie auf die Straße gedrückt werden. Ich muss man das irgendwie noch schaffen, vielleicht durch Spoiler zum Beispiel. Heckspoiler oder vorne eine Lippe oder sowas oder irgendwelche finden, die man irgendwo ranbaut. Ziel erreicht. Muss ich auf jeden Fall viel einfallen lassen. Oder am Unterboden teilweise sogar. Dass dadurch Anpressdruck erzeugt wird. Oder durch was auch immer. So, dann gehen wir mal hier hin. Fahren der Autobahn. Unser wunderschönen Viertürer, ganz entspannt. Mal gucken, wie entspannt auch die Beschleunigung ist. So von 0 auf, ich sag mal, naja, 350, wenn wir es schaffen. Klar, der Allrad, der ist schon gut, aber muss man wirklich sagen, wenn man das Allrad hat, der am Start doch. Wenn man wirklich stumpf reintritt, hat er schon Wheels drin. Mal weg da hier. Kommt ein Panzer. Also am Start hat der Allrad sogar leichte Probleme.
Ich meine, bei 900 Newtonmeter Drehmoment. Das ist das, denke ich mal, auch zu verschmerzen. Wieder ein Verkehr auf der Autobahn. Ist ja unmöglich, ja. Ich muss doch gerade jetzt ein Autorennspiel spielen, da ich gerade aktuell... Also noch besitze ich aktuell eigentlich zwei Autos, wenn man will. Mein alter Opel Corsa, der ja leider nicht mehr wirklich fahrtüchtig oder lebensfähig ist. Und mein neues Auto. Also über 340 schaffen wir auf jeden Fall. Ohne großartige Probleme. Ja, jetzt Kurvenlage. Ja. Die Rennreifen helfen natürlich auch einiges. So. Jetzt haben vielleicht Bremsweg von 250 auf 0. Ja, es wirkt schon ein bisschen besser, aber immer noch. Es hat immer noch ein Schiff. Aber auch als gemacht worden ist jetzt kein Zuckerschlecken mehr. Nur noch fucking viele. Ah, naja, so ist es halt. Natürlich an sich ist, finde ich, ist ein cooles Auto. Das würde ich nicht sagen. Neun Gänge, ey. Warum? Und auch der Innenraum. Hier bei Mercedes natürlich voll digitales Cockpit. Diese riesen Bildschirme sind nämlich 12,3 Zoll. Ich glaube, 12,3 Zoll Displays, die wir hier sehen. Man sieht schick aus. Auf jeden Fall. Ich denke, das Ding würde auch so gut wie von heute ausgestattet sein. Kann man sich natürlich auch machen lassen. Muss ich Mercedes natürlich aber auch gut bezahlen. Natürlich wäre es für mich nichts, das Auto. Selbst wenn man es mir schenken würde, ich würde es glaube ich nicht annehmen. Ja, bei vielen Autos so. Weil es einfach, klar, das Auto zu kaufen ist eine Sache, aber ein Auto zu ein Auto unterhalten zu können, ist eine andere Frage. Natürlich klar, Spritverbrauch, also die Versicherung zum Beispiel und sowas. Tut den Wagen auch nicht ganz billig, würde ich mal sagen. Wer das dann leisten kann, ist eine andere Frage. Und halt auch für mich ist das Auto absolut unpraktisch. Ganz abgesehen. Weil er natürlich viele Assistenzsysteme und viele Sachen ihm helfen kann. Einparkhilfe hat er wahrscheinlich. Ich glaube auch damals das Einparken mit diesem Auto nicht gerade so schön. Auch nicht auf dem Land. Ich brauche das Auto einfach nicht. Aber dann das Auto, was ich hoffentlich jetzt auch bald dann abholen darf. Das reicht mir eigentlich. Ist ein echt geiles Auto geworden. Kann ich eigentlich schon sagen, was es geworden ist? Ich glaube noch nicht, weil ich weiß nicht, wann das Video gerade rauskommt. Ich nehme das hier, glaube ich, am 21. April auf. Ja, tue ich. Es kann halt sein, dass ich, wenn das Video rauskommt, dass ich mein Auto noch gar nicht habe. Den alten Corsa, der steht noch bei der Werkstatt. Der geht aber definitiv weg. Weil immer der ist, den kann man reparieren. Das ist nicht so das Problem. Aber halt, was es an Geld kosten würde, das ist eher das Problem. Das lohnt sich halt nicht. Und ein Corsa zu reparieren würde weit über 3000 Euro kosten. Wahrscheinlich sogar über 4000 Euro. Und das sehe ich bei einem Auto nicht einmachen zu lassen. Deswegen ging der alte Corsa weg. Ich musste ein neues Auto her. Das auch ziemlich zügig. Also ohne Auto zur Arbeit kommen ist schon nicht ganz so leicht bei mir. Ich würde auch ein Rennen fahren, Fabian, du Idiot. Kannst doch nebenbei ein bisschen labern. Ja. Dann nehmen wir ein schönes. Nehmen wir mal. Wer ist denn das? Marathon oder so? Wenn ich gerade wüsste, wo das ist. Das ist die Straßenszene. Da. Oder bin ich Marathon letztens erst mit dem Panamera gefahren? Kann das sein? Da machen wir, glaube ich, eher Kolossus. Also alter Corsa geht weg. Schade eigentlich, ist ein sehr cooles Auto. Bekommt aber jetzt ein Auto, was finde ich viel, viel geiler ist. Das ist wirklich ein Upgrade. Das ist ein echt schönes Auto. Kann ich jetzt schon mal den gleichen Tipp geben, den auch schon keiner, also meine Gruppe, meine Freunde. Es weiß eigentlich noch keiner, was für ein Auto ich jetzt bekomme. Einige wissen, dass ich jetzt ein neues Auto holen muss, mehr oder weniger. Weil ich bin ja irgendwie schon so ein bisschen gezwungen. Klar, den Corsa zu reparieren, das wäre eine Möglichkeit, aber keine sinnvolle. Deswegen ist es aus meiner Sicht jetzt sinnvoller gewesen, sich ein neues Auto zu holen.
dann den Corsa quasi zu verkaufen. Ist einfach so. Muss halt was Neues her. Der, was es denn geworden ist, also der Tipp. Ich fahre. Achso, ich habe als Tipp gegeben einen Fünftürer. Und der andere Tipp war, glaube ich, aus Deutschland. Könnt ihr gerne mal mitraten. In den nächsten Tagen, wenn auch quasi, welchen Auto dann komme, wenn ich schon bekommen habe, nachdem man das fertig ist. Das kriegt halt noch gerade, das kriegt noch der TÜV neu, HO neu, Inspektion alles gemacht bei dem Auto. Ist ja dann so ein bisschen wie aus dem Ei gepellt ist, der wird gewaschen, vollgetankt. Du bist auch nicht ganz nett, finde. Da wird auch dazu demnächst Bilder geben. Das Auto, was ich denn jetzt fahren werde, ist deutlich teurer als ein alter Corsa gewesen. Das kann ich sagen. Also ziemlich gut ausgestattet, wie ich finde. Und ich will dann aber auch nicht rum, trotzdem, dass ich so ein geiles Auto fahre. Also ich finde den echt ziemlich geil, den ich jetzt dann fahren werde. Das ist echt ein geiles Auto. Ich will mir nicht irgendwie rumputzen und angeben. Ich schäme mich fast dann so ein bisschen, so ein Auto zu fahren. Das ist wirklich so. Ich bin mir auch so ein bisschen geschämt, das Auto zu kaufen. Weil es halt schon nicht gerade wenig Geld ist. Vor allem für jemanden in meinem Alter, in meiner Lebenssituation. Bei meinem Azubi halt vor allen Dingen auch. Das ist echt nicht gerade günstig, das Auto gewesen. Aber ich teile meine Freude gern mit euch. Das Auto, ich finde es halt ziemlich, ziemlich geil. Weil wir ja hoffentlich noch sehr lange Freude mit haben. Aber was ich jetzt fahren will, das kann ich auch sagen, es ist ziemlich neu. Und zwar am Dienstag, am, glaube ich, 23. April 2019, wird dieses Auto erst ein Jahr alt. Das ist schon ziemlich krass. Während mein alter Corsa jetzt, ja, 11 Jahre alt ungefähr ist. Ich finde es echt cool. Werdet ihr auch dann bald sehen, wenn ich den Wagen dann quasi habe. Also, er ist schon gekauft, wird halt gerade noch, ne? Ja, SMS und sowas, TÜV wird alles nochmal neu gemacht. So, dann kriegt der Wagen auf mich. Die melden den Wagen quasi auf mich an, passen den auch also auf meinen Namen zu. Kümmert sich auch so ein bisschen um die Versicherung, um die Meldung des alten Autos, von dem Zuge gleichzeitig mitverkauft wird. Das machen die so gesehen alles für mich. Das ist eigentlich natürlich Aufpreis vom Autohaus. Aber das konnten wir auch gut regeln. Ich kenne das quasi Verkäuferin. Meine Mutter ist da auch schon ziemlich lange Kundin in dem Autohaus. Seit über 10 Jahren. Und ich wollte das halt mal aushandeln. Zumindest machen ja das quasi kostenlos. Ich habe nichts quasi so richtig groß kümmern braucht. Ich habe schon endlich genug Stress mit dem. In dieser Woche jetzt mit dem Auto. Meine Mutter kommt gerade quasi aus dem Urlaub, da gab es schon Probleme. Von dem Problem noch viel größer, Auto so im Arsch. Ja, was machst du jetzt? Hast du ein großes Problem. Was nicht so geil ist. Noch ein neues Auto her und dann ist es auch schwierig, sich ein neues Auto, ich sag mal, anzugucken oder auf Probe zu fahren, weil man natürlich währenddessen noch arbeiten muss. Das ist natürlich zeitlich nicht ganz so geil. Haben auch die Autohäuser natürlich auch nicht so lange auf. Ist dann auch immer ein bisschen schwierig gewesen. Weil dann natürlich abends auch nicht viel Zeit war, weil morgens ging nicht. Frühs. Weil ich schon um 7 anfange zu arbeiten und nachmittags war es halt schlecht durch meine Arbeitszeiten. Oder wenn man generell die Vollzeit arbeitet, ist es halt schwierig noch irgendwie mal abends Termine zu kriegen. Irgendwas. Sei es jetzt für Autofahren, für Probefahrten, sei es, weil ich einen Arzttermin noch währenddessen zu kriegen oder irgendwo, weiß ich, beim Steuerberater oder sonst wo, das ist halt nicht so einfach. Hat dann doch geklappt, bin ich relativ schnell entschieden, was ich eigentlich auch musste. Ich kann halt vom Glück reden, dass meine Eltern jetzt, die hatten jetzt Urlaub, meine Mutter, der hat diese Woche Urlaub, mein Vater auch. Mein Vater hat sogar jetzt weiterhin Urlaub, aber meine Mutter nicht mehr. Den konnte ich zum Glück jetzt die Woche das Auto meiner Mutter nehmen, um zur Arbeit zu kommen. Ich bin wirklich ohne Auto, bin ich eigentlich aufgeschmissen. Es ist möglich, mit Bahn und sowas zu kommen, zur Arbeit.
Das war absolut umständlich, absolut, das ist viel teurer, das ist wirklich nicht geil. Kann man mehrmals umsteigen und mit, dann noch mit, muss ich noch mir noch ein Busticket wahrscheinlich kaufen und, nee, das ist, hat ja auf dem Land ziemlich blöd, also Infrastruktur ist halt mit den Öffis nicht gut. Natürlich in der Stadt ist jetzt ohne Auto nicht so wirklich das Problem, in der Großstadt ist jetzt ohne Auto nicht so wirklich das Problem. Da gibt es gute Bus- und Bahnverbindung. Da gibt es natürlich Bahn und so, S-Bahn, U-Bahn in Großstädten. Da kann man eigentlich ziemlich schnell überall hin, das ist nicht das Problem, aber jetzt so auf dem Land, bei mir so, schwierig. Also da ist wirklich Auto, das ist eigentlich das Verkehrsmittel Nummer 1. Ganz einfach. Also jetzt kann ich das Auto meiner Mutter nehmen, die muss jetzt arbeiten. Könnte ich noch mehr vom Glück reden, dass ich das Auto meiner Oma nehmen kann. Meine Oma fährt eigentlich größtenteils so einmal in der Woche zum Einkaufen. Sonst brauchst du das Auto eigentlich nicht. Das kann ich jetzt zum Glück nehmen. Ich könnte sonst das Auto meines Vaters nehmen. Aber das geht gerade auch nicht. Weil die nicht mehr anspringen. Also gerade eigentlich alles so ein bisschen unpraktisch, wenn man das mal so behaupten darf. Aber naja, muss man durch. Wenn wir auch durchkommen. Also mit Glück kann ich mein Auto auch schon jetzt am Dienstag abholen, am 23. müsste das sein. Also ich meine, die Verkäuferin und ich bis spätestens Donnerstag, also am 25. Sonst sollte das spätestens fertig sein. Dann habe ich echt gerne das Auto, wie ich finde. Ist nicht wirklich viel schneller als mein alter Corsa. Also das ist wirklich ein Kritikpunkt. Hat nicht ganz so viel Leistung, wie ich das gerne haben würde. Aber naja, gut. Es ist ein Kompromiss. Also das ist nicht so. Das Modell würde ich gerne haben, aber nicht halt in dieser Variante. Würde es Sachen geben, die ich noch besser finden würde. Somit also würde ich meckern auf einem Niveau. Ob mich da echt nicht beschweren, weil das ist wirklich ein geiles Auto. Gerade mit der Ausstattung. Was jetzt alles hat, was mein Corsa, mein Alter, mein. Was der nicht hatte. Das ist wirklich der Wahnsinn, finde ich. Also Ausstattung ist halt generell top. Also da will ich mich wirklich nicht beschweren oder irgendwie drauf rumreiten, ja, das nicht, scheiße. Auf gar keinen Fall, das ist ein super Auto. Hat auch viele Sachen, die ich gerne in meinem Wunschauto haben würde. Aber halt nicht alle, ne? Okay, man kann ja eben auch nicht alles haben. So, genug gelabert. Aber es ist, der ist geil. Und das von vorne sieht halt schon, und ich hatte einen Kühlergrill mit den Scheinwerfern. Also der Blick, der ist schon, das ist Angriff. Das ist so, was machst du auf der linken Spur? Weg da, lass mich vorbei. Also ich denke, auf der Autobahn kann man damit richtig gut ballern. Aber sonst eher nicht so. Ja, geiles Fazit, Fabian. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.